Das musst du wissen, um eine gute Gruselgeschichte zu schreiben. Erklärt von lernförderung.de. Eine Gruselgeschichte ist ein Aufsatz. Aber es ist ein Aufsatz mit besonderen Zutaten. Es geht ja darum, sich zu gruseln. Du brauchst eine Einleitung, einen Hauptteil mit Höhepunkt und einen Schluss. Wenn du nicht mehr weißt, wie das geht, schau dir dieses Video an. Dann musst du gruselige Wörter benutzen, zum Beispiel stockdunkel, schaurig, Spuk oder wahnsinnige Angst. Du brauchst eine gruselige Handlung, alleine im Wald, Geräusche, die nachts zu hören sind oder ein Kind, das verschwindet. Und du brauchst gruselige Personen, zum Beispiel einen komischen Mann, eine uralte Frau oder seltene Tiere. Zunächst brauchst du eine Geschichte. Denk dir eine Rahmenhandlung aus. Dann notiere dir Stichwörter zur Einleitung, Hauptteil mit Höhepunkt und Schluss. Anschließend denkst du dir einen richtig gruseligen Höhepunkt aus und schreibst die Geschichte dann auf. Ein Beispiel für eine Gruselgeschichte könnte so aussehen: Tierisches Abenteuer. Am Ostersonntag waren Tim und Lea nachts alleine im Haus. Das ist die Einleitung. Jetzt kommt der Hauptteil. Plötzlich weckte sie ein unheimliches Geräusch. Leas Herz klopfte laut und Tim schlich mutig ins Treppenhaus. Als er sich dem Wohnzimmer näherte, wurden die schrillen Töne immer lauter. Schlotternd vor Angst stieß er die Tür zum Wohnzimmer auf. Da lief Bertie, ihr alter schwarzer Kater, auf dem Klavier hin und her. Diesen Schreck werden die Kinder nicht vergessen. Das ist der Schluss. Zusammenfassung: Gruselgeschichte schreiben. Du brauchst eine gruselige Handlung. Dann musst du gruselige Wörter benutzen. Und du musst die ganze Geschichte wie einen Aufsatz aufbauen mit Einleitung, Hauptteil und Höhepunkt und mit einem Schluss. Das macht richtig Spaß. Wie eine Gruselgeschichte geschrieben wird, wurde dir von lernförderung.de erklärt. Und wenn es dir gefallen hat, gib uns doch ein Like, schreib etwas in die Kommentare oder abonniere.